Der erste Schritt zum Erstellen einer eigenen Sammlung ist das Einloggen auf Rarity.market. Wähle eine dir vertraute Anmeldemöglichkeit. Nachdem du angemeldet bist, klicke zuerst entweder auf Erstelle und dann auf Neue Sammlung. Jetzt werden die vorhandenen Sammlungen angezeigt. Klicke auf Neue Sammlung. Wähle nun eine der beiden Optionen, eine Standardsammlung, in die nur du und deine Freunde auf Einladung hin Inhalte hinzufügen können, oder eine offene Sammlung. Bei letzterer kann jeder Nutzer Inhalte beitragen. Wählen Sie ein Profilbild für Ihre Sammlung und laden Sie es hoch. Stellen Sie sicher, dass die Breite mindestens 520 auf 520 Pixel beträgt. Wähle einen Banner für die Sammlung oder lade ein eigenes Banner hoch. Das Banner sollte die Breite von mindestens 1800 und Höhe von 400 Pixel haben. Gebe den Namen deiner Sammlung ein. Es ist sinnvoll, alle Eingaben auf Englisch zu formulieren, da damit die Reichweite nicht eingeschränkt wird. Wenn du willst, kannst du die URL deiner Sammlung auf Rarity.market anpassen. Formuliere nun eine Beschreibung für deine Sammlung. Gebe einen Tokennamen ein. Das ist die Bezeichnung der Sammlung auf der Elrond-Blockchain. Jetzt wähle einen Token-Ticker. Das ist der Kurzname deiner Sammlung auf der Elrond-Blockchain. Hier kannst du zusätzlich eine externe Internetseite angeben, damit Besucher der Sammlung gegebenenfalls weitere Informationen über die Sammlung oder deine Projekte erfahren können. Wenn du Social Media benutzt, kannst du diese hier verlinken. Lege den prozentualen Anteil fest, den du bei jedem Weiterverkauf deiner NFTs dieser Sammlung als Künstlervergütung erhalten wirst. Im nächsten Schritt legst du die obligatorischen und anschließend die optionalen Attributnamen fest. Pflichtattribute sind Merkmale, die bei allen Kunstwerken deiner Sammlung vorhanden sind und bei jedem Kunstwerk auszufüllen ist. Optionale Attribute kommen nicht zwangsmäßig bei allen Kunstwerken vor oder sind nicht passend für alle Kunstwerke. Attribute sind eine Reihe von Merkmalen oder Eigenschaften, die ein NFT haben kann. Mit diesen Eigenschaften unterscheiden sich NFTs voneinander. Das System wird zudem die meistverwendeten Attributnamen vorschlagen. Klicke jetzt auf Sammlung erstellen. Vor dem Anlegen der Kunstwerke fragen wir nach deiner E-Mail-Adresse, um mit dir kommunizieren zu können. Einmal bestätigt, kannst du beginnen.